Warum ist der Darm so wichtig? Ich meine, durch den Darm findet die ganze Resorption im menschlichen Körper statt. Dann nehmen wir die Giftstoffe auf und aus oder eliminieren Giftstoffe. Und deshalb sage ich, Darm ist für mich das Wichtigste. Im Darm hockt 80% von Immunsystem. Unser Darm ist eigentlich unsere Immunkraft. Haben wir einen schwachen Darm, schlechte Nahrungsaufnahme, haben wir ein schwaches Immunsystem, sind wir anfällig für Krankheiten, für Keime. Also, dass der Darm dafür zuständig ist, die Nährstoffe aufzunehmen und Giftstoffe auszuscheiden, war mir schon so einigermaßen bekannt. Du sagst aber, der Darm ist Teil des Immunsystems oder der wichtigste Teil des Immunsystems. Ja, eben. Die meisten Leute wissen nicht, wie kompliziert so ein Darm ist. Sie denken, da ist was Grobes drin, aber zum Beispiel auf 1 Zentimeter, 1 Quadratzentimeter Darm haben wir 4 Millionen kleine Darmzotten und für die Resorption ist ein Quadratzentimeter, das ist ungefähr so groß wie der Fingernagel meines kleinen Fingers, schätze ich. Genau, 3 bis 4 Millionen kleine Saugröhrchen. Die kleinen Saugröhrchen, die... Ach, sind das die, die man, wenn man so in Großaufnahme sieht, sieht man die so als... Mikroskopaufnahme, Und dann dadurch, in dem Moment, wo da vielleicht Kotreste drauf sind und ein Loch drauf ist, was bei den meisten Leuten, wenn sie älter sind, passiert so ein Leaky-Effekt, es entstehen Löcher im Darm, der Darm wird porös, die Menschen werden ganz schwach, nehmen ab, haben gar keine Aufnahme mehr. Und da probiert, ich weiß, die Medizin mit chemischen Mitteln hat überhaupt keinen sichtbaren Erfolg. Auch die Natur probiert, etwas anzusiedeln auf diesen Darm, nicht wissend, dass unser Darm, genau wie noch 2 andere Organe, die Haut, die Lunge und der Darm, können nur von innen durch Durchblutung gesund gemacht werden. Es kann sein, dass mit dem Alter der Darm löchrig wird oder brüchig oder porös wird. Genau. So. Und das vermindert die Funktionsfähigkeit? Die Funktion, genau, und die Aufnahme von Giftstoffen. Dann dringen Giftstoffe ein. Es gibt keine Sperre mehr im Darm. Und aha, und der Darm sperrt normalerweise ab, dass die Giftstoffe nicht in den Körper eindringen, Und es gibt da nun sozusagen akademisch recherchierte Medikamente, die funktionieren nicht. Andere funktionieren auch nicht. Was kann sich nur von innen heilen? Das ist mir so neu, ich muss danach. Ich sage immer, wir probieren immer von außen. Wenn ich zum Beispiel einen Darm habe und ein Darm entzündet ist, probiere ich mit allerlei Ärzten, weil die erste mit Antibiotika funktioniert überhaupt nicht. Dann wird mit Probiotika probiert, funktioniert auch nicht, als würde ich auf einen Misthaufen Tulpen werfen. Funktioniert nicht. Ich muss schauen, dass ein fruchtbarer Boden da ist. Und da ist ja der Darm wird von innen durchblutet. Wenn ich den Darm richtig durchblute, dann kann sich die Entzündung abbauen und dann kann ich eine schöne probiotische Kultur oder Darmbakterien, Kolli und alles ansiedeln. Solange der Darm von unten nicht durchblutet ist, ist genau dasselbe, als würde ich etwas anbraten wollen, die Flamme brennt von unten nicht und ich warte, dass das Essen gar wird. Gut, aber das sind doch 2 Punkte jetzt erstmal. Das eine ist, der Darm kann mit dem Alter porös werden, löchrig. Hm. Zum anderen aber muss er durchblutet werden. Genau. Ist es denn so, dass die gute Durchblutung hilft, dass porös gewordener Darm sich wieder schließt oder wieder ganz wird? Genau, das Gewebe kann sich wieder schließen. Das ist auch so, die Durchblutung hilft, dass das Gewebe sich weiterentwickelt und die Entzündung abbaut. Genau, wenn ich eine Lunge habe und eine Lunge verschleimt ist, ich kann auf dem Schleim da mit Antibrontikum und wenig Schlittschuh fahren, aber wenn die Lungenbläschen von innen durchblutet sind und ihre Funktion wieder erhalten, löst sich der Schleim. Sind sie wieder, und genau eine Haut. Ich kann eine Haut von draußen mit Cortison einschmieren, aber wenn ich von drinnen sorge für eine Durchblutung, dann kommt eine gesunde Haut, da kann ich auf Cortison verzichten. Was ich festgestellt habe, jedenfalls um Organe zu durchbluten, brauche ich einen Blutverdünner. Ich brauche keinen künstlichen, natürlichen Blutverdünner. Also ich sage, wenn einer Probleme im Darm hat, was ich den meisten Leuten empfehle, man sieht auch die meisten Leute, was Darmkrankheiten haben, Allergien überhaupt, die Haut und alles, die denken, die Haut, nein, es kommt über den Darm, die Giftstoffe werden aufgenommen, da werden sie entweder in der Blutbahn oder über die Haut ausgeschieden und die Leute haben allerlei für Intoleranzen, da gibt es allerlei für, ich weiß, Allergien gegen was auch immer, Hausstaub, Milben, Lebensmittel, schon Lebensmittelintoleranzen. Es geht sogar so weit, dass die Leute ein MCS, multiples chemisches Syndrom, entwickeln. Die können sich gar nicht mehr anziehen. In dem Moment, wo die Haut eine Kleidung spürt, beginnt die Haut zu nässen. Und als erstes empfehle ich den Leuten erstmal eine Durchblutung des Darmes zu gewährleisten, dass ich weiß, dieser Darm ist jetzt durchblutet, die Entzündung können sie abbauen. Zweitens sage ich den Leuten, nimmt ein homöopathisches Mittel. Da gibt es eine Rinde von afrikanischem Baum, das heißt Okubaka. Die gibt es als Potenz, als homöopathisches Mittel, Okubaka D3. Mhm. Okubaka D3, das ist ein homöopathisches Mittel und der verhindert Intoleranzen. Das ist ein Mittel zur Sanierung des Darms und dazu verbundenen Immunsystems. Ganz einfach. Und ich habe die meisten Leute, ich habe einen Fall gehabt, weil ich wurde sogar angeschätzt, angeklagt, ja, sie erzählen da Sachen. Da war eine Frau, die hat angerufen,
Sie hat Darmprobleme gehabt, hat es angerufen, Herr Franz, wissen Sie, ich habe nur noch 32 Kilogramm, ich glaube, ich werde sterben, ich kann schon nichts mehr essen. Beim ersten Bissen im Mund reagiert der Körper so allergisch, dass meine Lippen aufschwellen, mein Hals, ich kann gar nicht mehr schlucken, meine Augen werden rot. Ich habe einfach den Hörer genommen und gesagt, wissen Sie, für Ihr Problem brauchen Sie OPC, Durchblutung, und nehmen Sie Okubaka D3 und den Hörer einfach runtergelegt, weil ich habe hunderte von Anrufen, ich kann mich jetzt nicht, ich war stundenweise konzentrieren. Ruft der Mann an nach 2 Wochen, sagt Herr Franz, wir waren bei alle Heilpraktiker seit 2007, keiner hat uns, und Ärzte, keiner hat uns geholfen. Jetzt kommt Robert Franz, ein Automechaniker, Bruno Gröning-Zimmermann, Robert Franz, Automechaniker, sagt, nimm Okubaka und OPC und meine Frau kann wieder essen und nimmt dann Gewicht zu. Da siehst du, wie vital ein homöopathisches Mittel, was die meisten sagen, dass Homöopathie nicht wirkt. Mhm. Stelle ich aber dagegen, wenn ein Baby Homöopathie kriegt, das kann keine Bücher lesen, ja. Ein Kind kann ja. Nicht schwindeln, mhm. Genau wie Tiere. Wenn ich Tiere, die an Antibiotikum sterben, Kälber, und ein homöopathisches Mittel auf die Schnauze sprühe und die 13 Kälber im Leben bleiben, bedeutet, dass das Mittel wirkt. Aber so wie ich sage, ich kombiniere die Mittel mit pflanzlichen Mitteln, homöopathischen Mitteln, Nahrungsergänzungsmittel und die Synergie dieser Mittel bringt es zur Heilung. Wenn ich mit einer einzigen Dinge komme, kann es sein, ich habe was gemacht oder nicht. Das ist riesig auch die Enttäuschung für den Menschen dann. Das heißt, du kombinierst Mittel. Gibt es denn für speziell, bevor wir auf Herz kommen, gibt es denn für die Darmthematik noch irgendetwas, was ich hier sehe? Genau. Weil ich kenne mich nicht aus, welche okay. Sind, was erstmal, ist da noch? So wie ich sage, das Mittel ist da, MSM ist körpereigener Schwefel. Da haben wir, glaube ich, schon eine Sendung darüber gehabt. Genau. Jeder Mensch hat Schwefel. Was bei dem Schwefel wichtig ist, außerdem, dass er Schmerz nimmt, dieses Mittel, wenn du älter bist, arbeitet der Darm nicht, die Darmträgheit. Mhm. Und Schwefel kurbelt die Darmträgheit an. Warum? Es ist durch Blutungsfördern, Entzündungshemmen. Mhm. Dadurch kann der Darm sich regenerieren, fängt an zu arbeiten. Viele Leute haben gesagt, Herr Franz, meine Verdauung funktioniert wieder. Genau, das ist etwas, da haben wir tatsächlich eine Sendung schon über gemacht. Schmerzen, da kann man bei Welt im Wandel TV nachsehen. Genau, klar. Was hast du als hier noch für den Darm? Ist ein probiotisches Getränk. Das Vitabiosa, da war ein Mann in Dänemark, der hat riesige Schmerzen gehabt, Darmschmerzen, die Ärzte haben schon längst aufgegeben. Das sind 19 Kräuter mhm. und 7 probiotische Kulturen. Das heißt Vitabiosa, wenn der Darm richtig durchblutet ist und ein gesundes Gewebe hat, dann kann man ein probiotisches Getränk. Weil ich habe auch viele probiotische Hersteller, die, ich weiß, Probiotika, es gibt EM1, verschiedene Kulturen, dann es gibt Vitabiosa, es gibt allerlei für Probiotika, aber ohne einen gesunden, durchbluteten Darm, hast du keine Erfolge. Und das haben sie jahrelang gewartet. Danke, Herr Franz, Sie haben uns OPC gebracht. Jetzt kommen unsere probiotische Kultur. Jetzt haben sie einen Nährboden, um zu leben. Mhm. Weil, und das Vitabiosa finde ich, ich habe so viele Leute, die Vitabiosa eigentlich hilft bei vielen Krankheiten. Da gibt es auch ein Internet, man kann sehen, Vitabiosa-Patientenbericht. Das sind viele Leute, die Erfahrung schildern. Es gibt Morbus Crohn, blutige Durchfälle, Entzündungen, Colitis ulcerosa, Divertikulose. Ich habe zig Leute mit Vitabiosa von diesem Mittel einfach geheilt. Was ist für den Darm hier noch? Für den Darm, was noch wäre, ein paar Mineralien, so wie ich sage. Ein Darm braucht Mineralien, eine Verdauung braucht Mineralien. Es sind verschiedene Mineralstoffe, die Verdauung fördern. Kieselsäure, Eisen, ja, Magnesium Mangan und sowas, und so genau. Und das, ja. Das ist einfach Schindesmineralien, das ist ein Mineralprodukt. Es gibt auch viele, Klinopilit, Zeolit und sowas, je nach Preis. Dass sie, jedenfalls Mineralien sind wichtig für die Verdauung, ein probiotische Kulturen, eine Durchblutung und ein Schwefel. Das wäre zum Thema Darm zu sagen. Und gut. Das homöopathische Mittel. Beim Darm ist wichtig QPC. Nein, OPC. OPC, Entschuldigung. Beim Darm ist wichtig OPC, Robert Franz, OPC. Was sind die anderen 2, 3 Dinge für den Darm? Probiotische Kulturen, die Darmflora wiederherstellen. Also Vitabiosa zum Beispiel, genau. Probiotische Kulturen, Kräuter, genau, zur Revitalisierung genau. Des Darms. Genau. Was ist für den Darm noch wichtig? Ein paar Mineralien. Mineralien. Genau. Wie ist denn das zum Beispiel mit Stoffen wie Basika, die man sonst in der Apotheke bekommt? Ja, ich meine, so? Die Stoffe sind für mich zu einseitig. Das sind einzelne Sachen von 3 Sachen, gemischt Kalzium, Magnesium, und das sind für mich zu einseitig. Natürliche Mineralien sind einfach gemahlener Stein, die gibt es in der Natur und viele Mineralien fördern die Verdauung. Aber das ist so wie in Amerika immer das Bentonit zum ja, Beispiel. Bentonit, oder Zeolit, Klinopilit. Oder es ja. Gibt, glaube ich, von der Emma Kunz in der Schweiz dieses, ich glaube, das heißt Eolia oder so ähnlich. Ja, das Eon, da ist, die hat so eine Höhle entdeckt und in dieser Höhle wurde das dann abgebaut und gemahlen. Also du sprichst dafür. Meiste Steine sind fast gleich. Für mich macht es die Mahlfeinheit. Ja. Unter 20 μ, 20.000 kennt diese Minerale im Blut. Übersorgen sie als entgiftend. Da werden die Giftstoffe von Darm aufgenommen, wie kleine Schwämme. Ist das auch wie Lufos zum Beispiel? Ja, Lufos Heilerde? Genau, Lufos Heilerde, der grüne Mineralerde von Frankreich. Ja. Die Leute müssen selber entscheiden, aber... Gut, ich erwähne das mal ruhig, weil Lufos Heilerde ist auch relativ bekannt, kann ja, man genau. Relativ schnell bekommen. Genau, klar.
Das ist also OPC, es ist die probiotischen Kulturen, es sind die Mineralien für den Darm. Und das homöopathische Mittel Okubaka D3. Okubaka D3 als homöopathisches Mittel. Das sind vier Stoffe zur Revitalisierung, zur Durchblutung des Darms, sagt Robert Franz. Das Herz versorgt den Darm mit Blut und der Darm durch sein Immunsystem, durch den Wachenkörper sorgt, dass das Herz eigentlich in Ordnung ist. Die arbeiten zusammen, wobei du ja ganz interessant darauf hingewiesen hast, dass der Darm auch etwas zu tun hat mit der Lunge und auch zu tun hat mit der Haut. Genau. Du hast darauf hingewiesen, dass viele Hautprobleme in Wahrheit Darmprobleme sind. Eben, und keine Hautprobleme. Höchstens, ich bin in Kontakt mit dem giftigen Stoff, dann habe ich halt die Reaktion. Aber sonst das ist was anderes. Innere Allergien, innere Intoleranz, die sich durch jahrelang aufgebaut haben, durch Blutungsstörungen, durch, ich weiß, falsche Ernährung und sowas. Und